Hallo Leute, ich bin's mal wieder, euer Robert. Diesmal mit dem Thema Verbinden und Trennen eines LKW-Zuges. Viel Spaß dabei. Um in der Prüfung zeigen zu können, wie man einen ganzen Zug verbindet, muss man also unter anderem den LKW 5 Meter nach vorne, 2 Meter versetzt vom Anhänger getrennt haben. Da der jetzt passend schon mal steht, haben wir den da so stehen lassen. Der Ralf, der wird uns also gleich dabei helfen, weil es ist im Grunde genommen nur für Fahrlehrer und Schüler möglich. Ja, der gibt mir also unter anderem meine Warnweste dazu. Und dann kann der Ralf auch schon in den LKW steigen und entsprechend bis auf 2 Meter an den Anhänger heranfahren. Wenn er also an den Anhänger herangefahren ist auf 2 Meter, schaut er als erstes, ob die Handbremse angezogen ist bzw. die Unterlegkeile entsprechend vorliegen. Dann geht er wieder zurück zum LKW, schaut sich noch einmal an, ob die Höhe zum Zugmaul passt bzw. die Richtung entsprechend passt und kuppelt dann das Fahrzeug an. Wenn er das Fahrzeug angekuppelt hat, schaut er als allererstes und als wichtigstes den Sicherungsstift, ob der auch wirklich entsprechend verschwunden ist. Das heißt, der Bolzen ist drin, Sicherungsstift drüber. So weit, so gut. Nachdem mich der Ralf jetzt als Sicherungsposten benannt hat, eines der wichtigsten Aufgaben überhaupt, den Sicherungsposten zu benennen, fährt der Ralf jetzt bis auf 2 Meter erstmal an den Anhänger ran. So, dabei fährt er jetzt entsprechend möglichst früh in dieselbe Bahn wie des Anhängers, damit er möglichst gerade vor den Anhänger gelangt. Es ist also auch gar nicht schlimm, wenn das nicht hundertprozentig passt. Die Möglichkeit vorzuziehen gibt es immer. Es spielt also keine Rolle, wie oft man da vorzieht. Hauptsache, man kommt möglichst gerade an den Anhänger ran. Dadurch hat man nämlich die größte Chance, direkt beim Ankuppeln auch sauber das Zugmaul zu schließen. Damit man mal zeigen kann, zieht er noch mal einmal vor und fährt dann gerade wunderschön bis auf die entsprechenden 2 Meter zurück und gebe ihm kurz ein kleines Zeichen, dass so die ungefähre Strecke erreicht ist. Dann steigt er aus und schaut noch mal erst die entsprechende Bremsanlage an, ob der Anhänger entsprechend gebremst ist, sprich der Unterlichtkeil vorliegt bzw. die Handbremse angezogen ist. Er schaut noch mal, ob die Richtung passt bzw. die Höhe des Zugmaules, um dann entsprechend das Zugmaul zu öffnen und dann direkt reinzufahren. Wichtig ist, dass der Sicherungsstift ausgefahren und entsprechend sichtbar ist. Der Ralf geht jetzt wieder ins Auto, ich bin wieder der Sicherungsposten und weiter geht's. Der Schüler bzw. unser Ralf fährt dann möglichst vorsichtig und ohne die Bremse zu betätigen in das Fangmaul rein, damit auch möglichst der Anhänger noch die Möglichkeit hat, sich frei zu schwingen. Motor aus, Handbremse anziehen, ganz wichtig, damit erstmal der gesamte Zug wieder erstmal entsprechend gebremst ist. Wenn der Radwert sofort das Licht anmacht, hat er natürlich die Möglichkeit, gleich einige Lampen zu überprüfen, die er später in einem Zug mit anschauen kann. Er schaut jetzt als allererstes, ob der Sicherungsstift drin ist. Der ist noch nicht drin. Bei diesem Fahrzeug kann man versuchen, durch Drücken einfach das Fangmaul zuzudrücken. Ja, drück mal drauf. Klack. Diesmal haben wir wieder Glück gehabt, ist von alleine zugeflogen. Der Sicherungsstift, Ralf zeigt noch mal kurz drauf, ist jetzt verschwunden. Also können wir beginnen mit dem Verbinden. Das Anklemmen der Schläuche und Kabel ist reihenfolgemäßig nicht relevant. Es sei denn, wir hätten einen roten und einen gelben Anschluss, dann würden wir natürlich als erstes den gelben Anschluss anschließen, damit das Fahrzeug möglichst lange gebremst bleibt. Danach braucht er sich also nur umzudrehen um die eigene Achse und somit sieht er sofort die Stütze, die er dann entsprechend hochdreht
Nachdem ihr also die Stütze hochgedreht habt, drückt ihr die Handbremse rein und legt die entsprechenden Unterlichtkeile in die dafür vorgesehenen Halterungen. Danach brauchen wir uns nur noch dem Thema Beleuchtung zu widmen. Heißt also, der Ralf überprüft dann die Umrissleuchten vorne, die entsprechenden Seitenmarkierungsleuchten auf der linken Seite, ob sie leuchten und nicht dreckig sind. Die Spurhalteleuchte hat er natürlich auch überprüft. Danach unten die entsprechenden Schlussleuchten bzw. in der Mitte noch einmal die Kennzeichenbeleuchtung, oben die Umrissbeleuchtung hinten und somit bloß nicht vergessen, auf der rechten Seite gibt es natürlich auch eine Seitenmarkierungsleuchte oder mehrere Seitenmarkierungsleuchten bzw. die Spurhalteleuchte, die ihr entsprechend überprüft. Danach tauschen wir jetzt mal eben die Positionen, heißt also, ich mache einen auf Fahrschüler und der Ralf geht kurz nach vorne und schaltet alles durch, was wir an Elektrik noch durchschalten müssen. Jetzt schaltet der Ralf erst die Zündung ein. Weil er die Zündung einschaltet, geht hinten erstmal ein bisschen Lichtorgel. Und wenn die dann entsprechend eingeschaltet ist, die ist also jetzt, Zündung ist an. So, dann hätte ich gerne mal die Sachen mit die 4 Bs, sprich Blinker links, Blinker rechts, beide Blinker, sprich Warnblinkanlage und einmal die Bremse. Die Bremsleuchten gehen beide auch. Zwei Sachen haben wir dann noch mit Rück. Heißt einmal den Rückfahrscheinwerfer, also Rückwärtsgang einlegen. Dazu startet er den Motor. Wir können währenddessen schon mal die Rückstrahler beobachten. Die strahlen nur zurück, wichtig, 3D. Heißt also, dran müssen sie sein, dreieckig müssen sie sein und nicht dreckig. Der Ralf hat währenddessen die Rückfahrscheinwerfer eingeschaltet. Alle drei funktionieren. Wunderbar, jetzt noch mal einmal die Nebelschlussleuchte. Die Nebelschlussleuchten funktionieren auch. Und jetzt steigt eigentlich der Schüler wieder vorne in den LKW und macht selbst die Bremsprobe, weil die in der Prüfungsordnung so vorgeschrieben ist, dass der Schüler die macht. Ausnahmsweise macht der Ralf die jetzt. Ralf, machst du noch mal eben die Bremsprobe? Er fährt also mit dem Zug einfach mal 5 Meter vor und tritt in die Bremse, um so zu spüren, ob der Anhänger mitbremst oder ob ihn der Anhänger quasi voranschiebt. Ja, wenn das nicht gebremst war, dann weiß ich da auch nicht. So, und somit sind wir dann abfahrbereit und fertig. So Leute, das war jetzt das Thema Verbinden. Beim nächsten Mal zeigen wir euch dann unter anderem, wie wir den Zug dann trennen. Wichtig ist, dass ihr euch dieses Video öfter anschaut, damit ihr auch die Kleinigkeiten drauf habt, weil gerade die sind wichtig in der Prüfung.